Also Stress gibt es schon, aber jetzt so sagen, komm, mach schneller oder so, das war vielleicht im ersten Lehrjahr, im zweiten so, aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich bin Daria, 19, habe den Sommer die Lehre zum Strassenbauer abgeschlossen und ich nehme euch heute mit auf die Baustelle. In meiner Freizeit bin ich viel unterwegs mit Kollegen, spiele Fußball mit ihnen und viel mit der Familie. Ich arbeite bei der Brossi AG, da habe ich auch die Lehre abgeschlossen. Und wir sind hier jetzt an der Bergblumenstrasse und verlegen neue Stromleitungen. Wir sind momentan das vierte auf dieser Baustelle, mit dem Siro und mit dem Maurizio. Das sind auch normale Strassenbauer wie ich. Und mit dem Polier, der Roman. Und der Salim ist mein alter Lehrmeister, mit dem habe ich früher auch viel zu tun gehabt. Die Haupttätigkeit von mir ist die Betreuung der Lernenden. Bei uns im Betrieb, wir machen mit ihnen Lehrlingswochen im Winter, wo sie eigentlich ins Büro zu uns raufkommen. Sie bauen draussen auch etwas Praktisches bauen. Ich schaue, dass sie sinnvoll eingeteilt werden bei den Polieren, wo sie noch Bedarf haben, zum Beispiel im Belag oder im Tiefbau. Es ist eine vielfältige Branche und man kann viel lernen. Wir haben hier verschiedene Arbeiten. Eben zuerst mal Stromleitungen, Wasserleitungen, die man verleiht, Steine setzen, Belag einbauen, Verbundsteine legen, alles so ein bisschen. Heute Morgen haben wir zuerst Betonsohle erstellt, haben wir die Rohre reingelegt, wieder betoniert, zugemacht, haben wir den Dämpfer gefüllt mit Kies, den Graben aufgefüllt, vibriert. Heute Nachmittag haben wir dann wieder angefangen ausgraben auf die richtige Höhe. Und ja, also eintönig ist ganz sicher nicht unser Job, ist sehr vielfältig. Es gibt halt nichts Schönes auf dem Bau, wenn man zurückschaut, 3-4 Monate lang auf einer Strasse gearbeitet hat. Und man weiss genau, wie sie aufgebaut ist, von unten bis oben. Das ist etwas, wo wenig Leute wissen, was alles in einer Straße oder in einem Bauwerk steckt. Teamfähigkeit, Streiterei ab und zu. Man hat es lustig zusammen, aber die Straße ist mit Schweiß gebaut worden. Es ist nicht nur alles maschinell, sondern man fängt von unten auf an. Und da ist man von Anfang an dabei. Also am Abend liegst du dann schon futsch daheim am Anfang. Aber irgendwann gewöhnst du dich daran, bekommst du auch mehr Kraft und ja. Du musst es halt einfach gerne machen. Also ich kann von meiner Erfahrung her reden. Als ich angefangen habe auf dem Bau, bin ich eigentlich auch gut gebaut. Jedoch hatte ich am Anfang sehr viel Mühe gehabt, bis ich die Technik, es ist halt schlussendlich ist es die ganze Werkzeuge, wie man es hebt und alles, ist eine Technik. Ein Boxer tut nicht nur mit seiner Kraft oder mit seinem Muskel den Gegner schlagen, sondern mit Technik. Und es ist eine Technik, es ist nicht nur Kraft. Wenn du Interesse hast, um auf den Bau zu kommen, musst du halt sicher mal schnuppern kommen, um zu schauen, ob das etwas für dich ist. Du musst gerne im Team arbeiten, halt auch körperlich aktiv sein. Also man sieht auch am Abend, was man geleistet hat, sicher. Das Ziel ist sicher mal eigene Baustellen haben. Klar, wenn ich schon eine Lehre abgeschlossen habe, dann wollte ich schon noch ein bisschen weiter rauf. Also ich habe viele Leute kennengelernt in den Jahren, wo ich auf dem Bau bin, die Hochbauzeichner gelernt haben. Dann den Strassenbau gemacht haben oder den Maurer. Dann anschliessend ein Studium gemacht haben zum Ingenieur. Das sind eigentlich die besten Ingenieure, die ich kenne, die eigentlich alles sehen, oder? Und man merkt, sie kommen daraus. Sie haben das Praktische und sie haben das Theoretische. Bist auch du bereit für eine Karriere auf dem Bau? Dann informier dich jetzt bei bauberufe.ch.